Insanity, meine Besten, hier ist für euch Marc. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. In der letzten Folge, lasst mich mal kurz überlegen, haben wir uns das magische Schwert geholt? Ja, wir haben uns tatsächlich in der letzten Folge das magische Schwert geholt und das Kraftarmband und wir haben einen Dungeon hinter uns gebracht und zwar den vierten Dungeon und haben einen zweiten manhandelnden Manhandler besiegt und Gleerock heißt der Drache übrigens, wenn ich erinnere mich gerade zufällig wieder. Der mehrköpfige Drache heißt Gleerock und ist so ziemlich der coolste Gegner des Spiels und wir haben ihn besiegt und sind jetzt hier direkt vor dem fünften Dungeon und ich würde sagen, das hier ist ein ziemlich wichtiger Dungeon für uns, denn er hat eins der wertvollsten, wichtigsten Items, die wir bekommen können. Es hat was mit den Bomben zu tun. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, Bomben sind sehr, sehr wichtig. Naja, gehen wir einfach rein und finden heraus, was uns hier erwartet. Oh mein Gott, es ist grüner als grün. Es ist Grinch grün, Hulk grün und so grün wie die Haare des Jokers aus Batman. Oh, und hier haben wir einen neuen Gegnertyp und zwar Poulsvoice. Und Poulsvoice haben eine recht interessante Geschichte. Zwar nicht in-game, aber in der realen Welt. Denn Poulsvoice sind Gegner, die in der japanischen Originalversion von Zelda auf dem Famicom Disk System nutzen von dem in den Controller des japanischen Entertainment System, also vom Famicom. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie genau ich den Satz aufgebaut habe und kann ihn deshalb nicht wirklich zu Ende bringen. Die nutzen das in diesen Controller eingebaute Mikrofon. Und zwar mögen diese Viecher keine lauten Geräusche. Und man muss in der japanischen Version in das Mikrofon vom Controller reinpusten oder reinbrüllen, um diese Gegner zu besiegen. Und naja, die westlichen Versionen der Controller haben leider keine Mikrofone, deswegen gibt es dieses Feature da nicht. Und hier haben wir noch andere Gegner, und zwar Gyptos. Gyptos sind an sich so wie Stahlfoss in diesem Spiel, nur halt, naja, ein bisschen stärker, halten etwas mehr aus, sind aber nicht wirklich schneller oder so. Naja, also an sich ganz nette kleine Gegner. Dick Dogger hates certain kind of sound. Sehr wichtiger Hinweis dafür, wie man den Endgegner besiegen soll in diesem Dungeon. Auf jeden Fall merken, was der Alte euch da erzählt hat. Ich hätte es beinahe vergessen. Verzeiht mir. Ich kann ja nicht einfach hier, ja, und hör auf. Warum kann ich mich nicht bewegen, wenn du redest? So. Peaks! Oh, ich fühle mich gerade so klasse und rebellisch und böse. Ich bin so, boah, ich bin so ein Rowdy. Meine Güte. Also gut, und hier haben wir drei Dodongos. Und ich meine, wir wollen sie alle drei besiegen. Friss meine Bomben, du. Bombiger Dodongo. Oh nee, okay, wir hatten die damals nicht mit dem Schwert besiegt. Dodongos fressen einfach zwei Bomben und sind mit zwei Bomben auch tot. So, und eine kriegst du noch. Oh, von vorne sieht der relativ lustig aus. Okay, wir kriegen damit vier Bomben zurück, also gelohnt hat sich das eigentlich nicht. Aber wir können jetzt nach links. Also hat es sich doch gelohnt, denn wir kommen weiter. Und können hier erstmal ein paar Souls ausschalten. Ah, kriegen noch schön ein paar Rubine und noch einen Rubin, dann sind wir soweit fertig. Und ich meine, wir müssen hier mal nach oben. Shit, doch nicht. Können wir hier nach links? Verdammt. Okay, es wird knapp für mich mit dem, was ich geplant hatte. So, sterbt, ihr blöden Gyptos. Ah, ich meine, genau, hier muss man irgendwo lang. Ich weiß nur gerade nicht genau wo. Hier, sehr gut. Also wir sehen, jetzt kommen langsam Bombenrätsel. Oh, verdammt, blau Darknuts. Sterbt. Oh, gut, den haben wir weggekriegt. Also wir brauchen mit dem magischen Schwert nur zwei Schläge für die Typen hier, aber holla die Waldfee. Also insofern sind sie nur vom Schaden, den sie uns momentan verursachen können, schlimmer als ihre roten Counterparts. Aber wie gesagt, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch das weiße Schwert. Wäre nicht so prickelnd, ne? Gut, und wir haben hier ein paar Keys, die wir besiegen können. Ganz normales Untergrundareal. Kennen wir schon zur Genüge. Okay, wir sind jetzt ganz woanders. Eigentlich wollte ich hier, also wir sind noch im Dungeon, aber ich wollte hier eigentlich noch nicht hin, aber wir gehen einfach mal hier durch. Wenn wir zum Triforce kommen, weiß ich, dass wir falsch sind. Also, eigentlich sind wir richtig, aber
wir dürfen das Strifehouse, ich meine, wir können uns das Strifehouse auch holen, bevor wir die Items aus dem Dungeon holen. So ist es nicht, ein verdammte Hacke jetzt. Blaue Darknuts. Du blöder, blöd. Blödi Mac, blöd, blöd. Ich hasse Darknuts, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Yep, und du bist jetzt bitte. Nein, genau das machen sie nämlich immer. Oh, eine Fee, danke schön, der war nett. Ah ne, wir müssen, ich glaube, wir können die Blöcke immer in die Richtung schieben, in die wir wollen. Es geht nur darum, sie sozusagen aus ihrer Verankerung im Boden zu lösen. So, hier mit uns und hier haben wir das Item dieses Levels. Oh, verdammte Fledermaus. Und zwar die Flöte. Die Flöte ist ein ziemlich cooles Item. Wir können uns mit der Flöte auf der Oberwelt von jedem beliebigen Dungeon-Eingang zu jedem beliebigen anderen Dungeon-Eingang teleportieren. Aber das Ganze ist zufällig, also insofern doch nicht wirklich zu jedem beliebigen. Also wir müssen erstmal schon in dem Dungeon gewesen sein, das ist eine Voraussetzung. Und ich glaube, wir haben den falschen Weg in diese hier hingenommen, in diesen Raum genommen. Gibt's hier was? Nee. Hier aber, ne? Auch nicht? Ich wollte gerade sagen, macht mich nicht unglücklich. Und was ist hier? Ah ja. I'd bet you like to have more bombs. Ja, natürlich würde ich es gerne haben. Ja, und zwar haben wir hier unser erstes Bomben-Upgrade erhalten. Wie ihr sehen könnt, können wir jetzt nicht nur 8 Bomben tragen, sondern ganze 12. Es gibt nachher noch ein weiteres Bomben-Upgrade und das ist auch, ja, eine der wenigen letzten Investitionen, die wir noch tätigen müssen. Aber ja, wir haben irgendwie bisher nicht die Karte und nicht den Kompass gefunden, aber ich muss sagen, mir ist das eigentlich relativ egal. Ich würde euch ganz gerne zeigen, wo das Zeug ist, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein. Okay, und ich denke, wir müssen zurück und ja, vielleicht finden wir die Karte ja noch. So, und einmal zurück mit uns. Und wieder hier lang. So, stirb und du auch und ach, du auch, wenn es geht. Ja, danke schön und du auch. Oh, cool, wir haben alle vier getroffen. Sehr schön. Darknuts, ich hasse euch. Ich kann euch nicht ertragen. Hört auf, mich zu plagen. So, das hat sich echt... Eigentlich war das ein ziemlich, ich meine, nicht wirklich witziger, aber irgendwie ein halbwegs, also mich hat dieser Reim gerade sehr belustigt, also nicht sehr, aber ansatzweise. So ein bisschen. So viel, wie mich so ein ausgedachter Reim halt mal kurz belustigen kann und ich möchte gerne wissen, ach komm, wir haben jetzt Bomben gerade. Nee, da geht's nicht lang, okay, das war eine ziemliche Verschwendung. Und ja, also sobald die Dungeons anfangen, wirklich diese Bomben Löcher als neue Wege zu verlangen, wird das Spiel richtig schwer, weil ihr ziemlich häufig hin und her rennen könnt, um euch irgendwelche Bomben zu holen. Es ist nicht gut gemacht. Also man hat einfach, und das ist einer der ganz, ganz großen Nachteile in diesem Spiel und das ist es auch, warum ich finde, dass Zelda 2 so viel besser ist als Zelda 1. Zelda 2 sagt einem zwar nicht alles, was man machen muss, aber hat schon wesentlich mehr Hinweise darauf. Also wenn man wirklich jeden Bewohner in Zelda 2 anspricht, wenn man wirklich alle Hinweise sammelt, die es gibt, dann findet man in der Regel auch den richtigen Weg in Zelda 2. In diesem Spiel bringt einem... Ja, was heißt bringt einem? Ja, in diesem Spiel, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach, man muss so viel ausprobieren. Einfach, es ist so viel, nicht Count and Error, wie heißt es denn jetzt? Trial and Error, so heißt es richtig. Mann, ich kann schon echt gerade gar nicht mehr sprechen. So, sterbt ihr Dingens, ich hab Souls, genau. So, 5 Rubine, können wir gut gebrauchen. Genau, und hier sehen wir übrigens oben links ja auch, wie die Dungeon-Karte ausgelegt ist. Und zwar soll das ein, na, wie heißt es jetzt, eine Echse sein. The Lizard heißt das Ganze hier. Okay, wir schlagen mal. Ne, hier links war die Karte, meine ich, ne? Jupp, Vase, hier müssen wir nicht lang. Bringt nichts. Absolut gar nichts. Nee, das lassen wir mal lieber. Und ich meine, da im Auge dieser Kreatur können wir was finden. Wow. So, und jetzt. Ah, cool. Genau. Ah, verdammter Idiot. So, und diese Typen können wir jetzt mit einem Schlag erledigen. Immerhin. So, und wir sehen da ganz oben links ist das Triforce. Also wollen wir doch auch dahin. Was übrigens nicht auf der Karte angezeigt wird, das sind manche Geheimräume. So wie eben zum Beispiel im Auge dieser Echse.
dieses Salamanders, könnte man fast sagen. So. Da oben in dem Raum haben wir übrigens den Bombentypen gefunden, der uns die Bomben verkauft hat, also einen Raum über uns. Also da oben in diesen vier Räumen waren wir vorhin über die Treppe gelangt. In diese Räume waren wir über die Treppe gelangt. So heißt es grammatikalisch richtig. So wird ein anständiger deutscher Satz draus. Na, ich meine, ich bin zwar ein Verfechter korrekter Grammatik und so weiter, aber immer gelingt es mir auch nicht, da wirklich, naja, immer die perfekten Sätze zu formen, die ich gerne formen würde. Es stimmt mich manchmal ein wenig traurig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist mir fast ein wenig peinlich, wenn ich einen Satz nicht richtig hinkriege, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich forme hier auch öfter mal sehr lange und sehr komplexe Satzgefüge, so. Und dass ich manchmal nicht sprechen kann, das ist mir ja fast noch peinlicher. So. Secret power is said to be in the arrow. Aha. Na dann. Pieks! Das war nicht nur ein normaler Pieks, wisst ihr, was das war? Das war ein... Das war ein Distance Pieks oder so. Also ein... So, und hier haben wir Dick Dogger, den Endgegner dieses Levels. Und wie wir wissen, Dick Dogger mag bestimmte Klänge nicht. Wir holen also mal die Flöte raus. Und ich weiß nicht, ob Link sehr gut spielt oder eher schlecht. Ich finde, er spielt eher schlecht. Ja, und dadurch teilt sich Dick Dogger inzwischen ein bis drei winzig kleine Dick Dogger auf, die wir jetzt besiegen können. Vorher hätten wir ihn nicht verletzen können. So, bleib stehen. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal kurz hier runter. Und besiegen diese ganzen Gyptos hier. Sterbt, ihr blöden Gyptos. Haha, und... Oh cool, der gibt uns eine Bombe. Hat sich also irgendwie doch gelohnt. Und wir gehen mal hier hoch. Und hier lang. Und sind beim Triforce angekommen. Hey! Da-da-da-dam! Da-da-da! Da-da-da! Bam-ba-ba! Sehr schön, wir haben das fünfte Triforce gefunden. Und ich muss mal kurz auf mein schlaues Kärtchen gucken, wo denn der nächste Tempel ist. Ah, ich weiß, wo der nächste Tempel ist. Oh, der will uns wohl töten. Ha, aber wir haben ihn getötet. Wir sind so böse, fies und gemein. Und ich muss auch gerade mal schauen, ob da nicht irgendwo ein anderer Tempel viel, viel näher dran ist. Der dritte. Versuchen wir mal mit der Flöte zum dritten Tempel zu kommen. Tralalala. Wollt ihr mich verarschen? Interessant ist übrigens, dass diese Flötenmusik auch in Super Mario Bros. 3 Anwendung findet. Okay, das ist genau der falsche Tempel. Obwohl, nein, lass mich laufen, könnte ich vielleicht sagen. Wow, du blöder Zora, du wolltest mich hier... Aber du hast mich hier nicht, also, ne? Und überhaupt, ich bin nämlich viel besser als du. Haha. Doch, das ging eigentlich auch hierhin. Deswegen, ich dachte mir, okay, bevor wir jetzt zum dritten Tempel kommen, kommen wir wahrscheinlich noch 20.000 Mal zum vierten, zum ersten und zum zweiten und zum fünften. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ach komm, nimmst du kurz den Weg, ist auch in Ordnung. Und jetzt fällt mir gerade auf, ne, wir müssen hier, glaube ich, einmal ein bisschen nach rechts, genau. Und dann einmal hier am See hoch. Haha, du kannst uns nicht treffen. Nee, das war auch falsch. Verdammt, also... blöd. Nee, da oben sind ja die verlorenen Wälder. Das ist ja eigentlich auch nicht... Obwohl, doch, das könnte... Ah, nee, gar nicht. Da ist die Fee. Nee. Hä? Moment, also jetzt bin ich gerade wirklich verwirrt. Eigentlich haben wir schon genug Zeit mit der Folge verbracht. Aber ich möchte, wenn es möglich ist, doch ganz gerne noch... Okay, jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Ich möchte doch ganz gerne noch, wenn möglich, zum nächsten Tempel kommen, weil ich finde, das ist dann so ein netter, runder Abschluss. Wir haben bisher die meisten Folgen so abgeschlossen, dass wir vor einem Tempel angehalten haben und dann richtig cool mit einem Tempel gestartet sind. Und wenn möglich, möchte ich das ganz gerne durchziehen. Also ich meine, jetzt werden die Tempel langsam länger. Ich kenne mich nicht mehr so gut aus, möchte möglichst ohne Karte durchkommen. Ich habe hier übrigens für einen weiteren Tempel noch eine Karte dabei, aber... Wie gesagt, ich hatte eben für den fünften Tempel auch schon eine Karte, hab die aber nicht benutzt. Oh, du verfummelt euch. Los. Ne, stirb. Zack. Haha. Und nein, wir sind schon wieder bei Tod und Verderben. Ich wollte ja gar nicht. Ich wollte ja mal wieder Liebe und Glück hier promoten.
Also Liebe und Glück und Glückseligkeit, darüber singen wir ein Lied, tralalala, und das jederzeit. Lalilu und so weiter und, ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht, ich weiß mal wieder nicht, was ich mache. Ich weiß mal wieder nicht, was mein Gehirn da gerade mit mir macht. Ist so ein bisschen wie diese ganzen 9-Gag-Posts, Scumbag Brain und so. Na, obwohl ich glaube, unser Gehirn ist schon eigentlich ziemlich geil. Also, ich meine, das Ding ist so komplex, wir verstehen unser Gehirn nicht mal. Wir sollten nicht einfach sagen, unser Gehirn ist scheiße, sondern... Also, wie gesagt, wenn wir mal ein Interview oder sowas haben... Wie gesagt, ich meine, unser Gehirn kann sich nicht mal selber verstehen, so komplex ist es, also... Und irgendwie ist das doch blöd, ne? Okay, aber wir sind... Oh, stirb! So. Sehr schön. Wir sind beim 6. Tempel angelangt, meine Besten. Sind, wie gesagt, schon ziemlich weit in Zelda. Und ich würde in dem Sinne sagen, ich bin Marc. Ich hoffe, diese Folge von Zelda hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch die nächste Folge wieder ein. Ja, und ich hoffe einfach, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.